Und meine Damen und Herren, Albert Einstein hat einmal gesagt, mache die Dinge so einfach wie möglich, aber bitte nicht einfacher. Und ein bisschen klang es bei Ihnen eben auch schon durch, Frau Wimmer, einfach ist das, weiß Gott nicht, was hier gerade um uns rum passiert. Aber das wäre ja auch zu leicht, denn dann könnte es jeder, wie es so schön heißt. Und so eine gewisse Ungewissheit gilt natürlich für die Briten, gilt natürlich für die Europäer, aber, meine Damen und Herren, natürlich auch hier oben für uns auf dem Podium. Denn natürlich müssen die Banken sich vorbereiten auf Dinge, von denen man nicht so ganz genau weiß, wie sie denn nun kommen und wann sie denn nun kommen. Aber sie tun das und wir hier oben bemühen uns jetzt ganz im Sinne des Österreichers Karl Kraus, der den Nutzen einer Veranstaltung daran gemessen sehen will, dass man klüger geht, als man gekommen ist, bemühen uns hier, Ihnen ein wenig Hilfestellung zu geben. Denn eines ist klar, es wird auch ohne Großbritannien eine europäische Finanzindustrie geben, eine deutsche Finanzindustrie geben, die sich in diesem weltweiten Wettbewerb behaupten muss. Und auf dem Panel freue ich mich, ich setze mich mal natürlich über Frau Dr. Wimmer, die wir eben in der Keynote schon kennen und ich glaube, wie ich für mich sagen kann, auch schätzen gelernt habe. Das war eine gute Keynote. Mit vielen, vielen Stichworten. Vielen Dank. Ich freue mich zu meiner Rechten über Karin Dohm, Global Head of Regulatory Affairs bei der Deutschen Bank AG. Auch sie, wahrlich bewegte Zeiten gerade, für Regulatorik zuständig und dann noch viele andere Themen, die so um einen rumtreiben. Ich beneide sie nicht, sage ich es mal so. Ganz außen Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der seit gut einem Dreivierteljahr Citigroup Global Markets Europe AG, denn auch hier hat man schon reagiert. Es war mal die Deutschland AG und aus der Deutschland AG wurde die Europe AG und Herr Wintels ist der Vorstandsvorsitzende. Neben ihm Christian Ricken, sozusagen Vertreter der richtigen guten deutschen Banken, nämlich Vorstandsmitglied der Landesbank Baden-Württemberg. Und hier, Herr Ricken, habe ich nachgeschaut, zuständig unter anderem für Kapitalmarktaktivitäten, Asset Management und deswegen vermute ich, sind Sie heute hier das internationale Geschäft. Last but not least, Erik Tim Müller, zwischen den beiden Damen, Sie haben es gut, Vorstandsvorsitzender der Eurex AG und damit auch einer der wesentlichen Spieler in diesem Spiel, was gerade gespielt wird. Einige Stichworte hat Frau Dr. Wimmer uns schon gegeben, was das ganze Thema Clearing und Counterparties angeht, dass hier Veränderungen anstehen. All das wollen wir gleich ein wenig vertiefen. Natürlich, Frau Dr. Wimmer, möchte ich mit Ihnen beginnen, ein bisschen mit auf Ihre Keynote anknüpfen. Geben Sie mir doch einfach mal ein Gefühl. Wie zuversichtlich sind Sie, dass bei all dem Hin und Her, was natürlich ein bisschen an Monty Python erinnert, habe ich jetzt schon mehrfach von verschiedenen Teilnehmern gehört, dass es gelingen wird, einen Austritt der Briten ohne allzu große Verwerfungen zu organisieren? Ich glaube, es müsste an sein. Ich hoffe. Einfach sprechen. Ja. Das war einfach. Ich weiß nicht, ob das mit dem Brexit auch so einfach geht. Also ich denke, wir sind vorbereitet auf einen Hard Brexit. Die Finanzindustrie, hoffe ich, ist vorbereitet. Man muss immer damit rechnen, dass noch irgendwas aus der Kiste kommt. Mir fällt jetzt leider kein Monty Python Beispiel ein, daran bin ich schlecht. Aber ich denke, insgesamt, wenn wir das im Griff haben, die Frage ist eher, wie geht's dann weiter und wie lange dauert die Zeit der Unsicherheit? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, denn eigentlich wäre es ja gut, jetzt mal zu wissen, haben wir eine Übergangszeit, haben wir keine, wie lange geht die? Das scheint mir die größte Herausforderung zu sein. Also Sie sind sicher, dass wir einen Übergang hinkriegen, wie auch immer. Ja. Spannend wird die Zeit danach. Genau. Wie weit kann Europa die Tür aufmachen den Briten gegenüber? Weil auch das ist für mich im Moment ein wesentlicher Punkt in dieser Diskussion, ohne eben hier zu viele Nachahmer zu ermutigen, ebenfalls zu sagen, ich finde Europa toll, aber die Pflichten finde ich ganz doof. Ja, das... gemeine Frage, ich gebe es ja zu. Ich denke, die Frage ist ja in den vergangenen 2 Jahren schon beantwortet worden durch die Verhandlungsstrategie, der ja alle 27 Mitgliedstaaten, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, alle 27 Mitgliedstaaten sind ja eng beieinander geblieben und standen hinter dieser Verhandlungsposition, die Europäische Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten festgelegt hat. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiges Signal an alle weiteren
dass die 27 dann tatsächlich zu einer einheitlichen Position kommen können gegenüber einem Mitgliedstaat, der austreten will und da auch niemand ausschert. Das war, glaube ich, ein wichtiges Signal, auch was den Verhandlungen weitergeholfen hat. Jetzt haben Sie eben nochmal gesagt, Ihrem Wissen nach sind die deutschen Banken gut vorbereitet. Was macht Sie so sicher? Wie intensiv ist der Austausch mit der Branche? Mit wem sprechen Sie? Sprechen Sie mit natürlich Ihrer quasi Unterabteilung BaFin? Ja, also viele deutsche Banken werden ja gar nicht mehr von der BaFin beaufsichtigt, sondern von der EZB. Aber bei der EZB gibt es ja, die EZB hat ja mit der Bank of England zusammen überlegt, was ist zu tun. Wir müssen die Banken vorbereitet sein. Wir sprechen mit der EZB und natürlich auch mit der BaFin. Und das, was wir bislang gehört haben, sieht so aus, dass es gut funktionieren wird. Es kommen immer mal wieder Themen hoch. Wir haben dazu einen dauerhaften Call eingerichtet mit den Vertretern bei der BaFin, auch bei der Bundesbank, sodass wir uns jede Woche austauschen, wenn neue Themen, die man vorher nicht so absehen konnte, auftauchen. Herr Wintels, ich habe es eben schon erwähnt, Citigroup hat sich relativ früh festgelegt, dass das neue Zentrum Finanzplatz Frankfurt sein wird, neben London, was seine Bedeutung irgendwie behalten wird. Aber Sie haben sehr früh beschlossen, wir gehen nach Frankfurt, wir gehen nicht nach Dublin, wir gehen nicht nach Paris, wir nennen uns in Europa AG um. Was waren die Gründe? Ja, zunächst nochmals herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, die Resonanz hier zeigt, dass nicht nur die Bundesbank attraktiv ist als Aufseher, sondern auch der Finanzplatz Frankfurt eine enorme Strahlplatz hat, Kraft hat. Attraktiver und insofern Aufseher. Ist das, glaube ich, eine ganz tolle Veranstaltung. Und vielen Dank für die Einladung, wie gesagt. Wir haben uns in der Tat sehr früh entschieden, bereits im Sommer 2017. Der Grund dafür ist, dass wir als verantwortlich im Unternehmen uns auf einen harten Brexit frühzeitig vorbereiten mussten. Wir haben natürlich auch an die Politik appelliert, sehr schnell Klarheit über eine Übergangsfrist zu haben. Das ist uns offenbar der Appell zumindest in London nicht erhört worden. Die Unklarheit dauert bis heute an und insofern waren wir gut beraten, frühzeitig diese Weichenstellung zu stellen. Frankfurt stand im Wettbewerb für unsere Wertpapierhandelsbank, weil wir haben eine kommerzielle Bank in Dublin, genau, die wir auch schon vor dem Brexit hatten, im Wettbewerb mit anderen europäischen Städten. Und sowohl harte, aber auch weiche Standortfaktoren haben wir Frankfurt geworben. Und ein Faktor ist aus meiner Sicht entscheidend für jedes Unternehmen und für jeden Unternehmer, ist die Berechenbarkeit der Politik, der Rahmenbedingungen und auch der Aufsicht. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz starkes Fund, was für Frankfurt und auch den Standort Deutschland spricht. Gut. Frau Dohm, Sie als zweite große globale Bank angesprochen, also Ihr Haus natürlich. Jetzt kommen diese ganzen Wettbewerber, die man früher aus London kannte, hier nach Deutschland und sitzen jetzt hier mit Ihnen in Frankfurt. Auch die Deutsche Bank überlegt, gewisse Bereiche zurückzuholen aus London, wieder hier in Kontinentaleuropa anzusiedeln. Wie wird dieses Miteinander? Verändert sich das jetzt? Sehen Sie das eher skeptisch, wenn jetzt plötzlich die Citigroup ihren Standort stärkt in Frankfurt? Weil das ist ja Konkurrenz. Ich denke, grundsätzlich ist es so, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, deshalb ist das sehr positiv und wir sind ja auch nicht nur, denke ich, in Form, sowohl die Citibank war ja schon vor Brexit oder bevor das Thema Brexit ein Thema war, war sie in Deutschland aktiv. Ich denke mal, insofern kennt man sich da auch gut und hat eine entsprechend respektvolle Beziehung miteinander. Insofern finde ich, das ist eine gute Entwicklung, das ist auch eine gute Entwicklung für den Standort. Und es ist immer so, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist zu begrüßen und wir hatten ja auch schon die eine oder andere Diskussion rund um das Thema Clearing. Auch da finde ich, ist es positiv, was ich jetzt da alles entwickelt hat, auch gerade in der Zusammenarbeit mit der Eurex. Die spannende Frage ist aus unserer Sicht natürlich so ein bisschen auch jenseits vom 29. März oder vielleicht auch von den Monaten danach, wie entwickeln sich die Kapitalmärkte in Europa mittel- bis langfristig und wie kann man vor allen Dingen aus unserer Sicht natürlich die ganz spannende Frage, wie können wir für unsere Kunden sicherstellen, dass sie den optimalen Zugang zu den Produkten haben, den sie auch brauchen, den sie wirklich brauchen. Wir sind ja nun in Deutschland, wir sind eine Exportnation, wir sind eine innovative Nation und genau das brauchen die Kunden. Ich denke hier insbesondere natürlich auch an die Corporate-Kunden. Und da ist es für uns schon erstrebenswert. Und ich weiß, das ist politisch im Moment der Trennung schwierig. Aber es ist natürlich erstrebenswert, dass wir einen ähnlich guten Zugang zu London, dem Kapitalmarkt haben, wie wir ihn zu New York haben, wie wir ihn zu Singapur haben. Ich glaube, da müssen wir gucken, wie wir da die gute Balance finden.
Das heißt, lassen Sie mich schnell nachfragen. New York, sehr starkes Standbein der Deutschen Bank bislang. London, sehr starkes Standbein. Frankfurt, sehr starkes Standbein. Im Grunde genommen wollen Sie das so erhalten, wenn ich es richtig verstehe. Nein, das hat nicht unbedingt was mit Standbeinen zu tun. Das hat wirklich was mit Zugang zu Kapitalmärkten, Zugang zu Börsen, Zugang zu Produkten, zu Liquiditätspools zu tun. Und das ist ja auch die Frage der Anerkennung. Hier fiel ja schon das Stichwort Äquivalenz. Da gibt es ja mit den USA ganz dezidierte Abkommen, ausgefeilte Regelungen, was geht, was nicht geht in beide Richtungen. Und das haben wir jetzt für den Day two sozusagen mit dem Vereinigten Königreich haben wir das einfach nicht als Europa, als Deutschland. Okay. Wettbewerb belebt das Geschäft, Herr Ricken, drückt aber auch auf die Margen leider, ne? Es ist ja immer so, dieses zweischneidige Schwert, profitieren tun am Ende vor allem die Kunden von dem Wettbewerb, weil die Anbieter sich ein wenig unterbieten an vielen Stellen. Wie sehen Sie das? Wie bereiten Sie Ihr Haus auf diese Zeit nach Brexit in Anführungszeichen vor? Natürlich organisatorisch, aber auch mit Blick auf neue Wettbewerbsfelder. Ja. Gut, zunächst mal sind wir als Bank in Stuttgart. Nicht in Frankfurt, stimmt, habe genau, ich vergessen zu erwähnen. Nicht in Frankfurt, aber ich freue mich trotzdem, dass ich hier bin. Sind wir natürlich in einer etwas anderen Situation für uns. Also, Sie haben Automobilhersteller. Natürlich, klar. Und jetzt sind wir selber in unserer Selbstbeschreibung eine mittelständische Universalbank. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns jetzt künstlich verzwergen, sondern unsere Kunden, die Mittelständler, sind natürlich auch überall auf der Welt und deshalb ist für uns auch eine internationale Präsenz entscheidend wichtig. Und London ist auch für uns ein wichtiger Standort. Wir haben da eine Niederlassung, aus der heraus wir signifikantes Geschäft betreiben, sowohl gewerbliche Immobilienfinanzierung als auch Kapitalmarktgeschäft. Damit haben wir uns sehr intensiv beschäftigt in den letzten Monaten im Vorstand, immer hochfrequenter, sage ich mal, je schneller sich die Ereignisse entwickelt haben. Und haben die entsprechenden Vorkehrungen getroffen, sodass wir gut aufgestellt sind. Das größte Risiko für uns war immer auch das Thema Euro-Derivate-Clearing. Da sind wir ein relativ großer Spieler und haben dann auch das Partnerschaftsprogramm der Eurex-Clearing als einer der ersten angenommen und sind zumindest beim Neugeschäft dabei, ein immer größeres Volumen dann auch über die Eurex abzuwickeln. Das Thema Wettbewerb ist eine spannende Frage, weil wir sehen jetzt natürlich diese Verlagerung nach Deutschland und Banken, große Auslandsbanken, die sich bisher für die Losgröße der Kunden nicht interessiert haben, die für uns natürlich Kernkunden sind, genau. Die mittleren und auch kleineren Mittelständler, die könnten natürlich sagen, jetzt sind wir schon mal hier, ja, und jetzt können wir natürlich auch mit dieser sehr attraktiven Klientel mehr Geschäft machen. Wir glauben trotzdem, dass wir sehr gut aufgestellt sind, haben da eine sehr gute Historie mit unseren Kunden. Ich glaube, das ist eine einzigartige Verbindung, die es da gibt, Loyalität von beiden Seiten. Deshalb, ja, wir nehmen den Wettbewerb ernst, aber wir sind nicht zu besorgt. Gut. Herr Müller, Sie haben sicherlich eine der spannendsten Aufgaben, denn Sie haben hier sozusagen den Wettbewerb aufzunehmen mit einem, glaube ich, übermächtigen Gegner in Anführungszeichen, wenn ich das mal so als Journalist formulieren darf, weil wenn ich mir die Volumina angucke zwischen London und Frankfurt, sind es noch Welten. Sie haben sehr gut gearbeitet in den letzten Monaten, was mir die Zahlen zeigen. Das Partnerschaftsprogramm ist schon erwähnt worden. Wie können Sie noch mehr Kunden überzeugen, dass die Eurex auch auf dem weltweiten Markt ein guter Partner ist und ihnen den Zugang zu Kunden gewährt oder zu Partnern, Counterparties gewährt, den Frau Dohm eben gerade auch ein Stück weit natürlich in anderen Geschäftsfeldern eingefordert hat? Ja, vielen Dank. Also auch Dank von meiner Seite, hier sein zu dürfen. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Wir sehen, der Saal ist voll und es sind viele Akteure hier vom Finanzplatz vertreten. Ich sehe die EU-Kommission ist auch da, hören wir nachher den Herrn Zeissens noch. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig, weil die Entwicklung der Kapitalmärkte auf dem Kontinent über die letzten 20 Jahre ist keine gute Entwicklung. Wir haben relativ gesehen in der Welt verloren. Wir haben verloren gegenüber USA. Wir haben natürlich verloren gegenüber
UK auch auf Basis des Binnenmarktes und des Passports. Wir haben Verlagerungen gesehen in ganz großem Umfang, auch von französischen Banken, von deutschen Banken, von Aktivitäten nach London. Und wir sehen jetzt den Aufstieg Asiens, sodass man sich eigentlich jetzt fragen muss, zu dem Zeitpunkt, wenn eben eine Trennung ansteht, wie wollen wir uns da zukünftig aufstellen? Da ist ganz viel angeklungen in dem Vortrag von der Frau Dr. Wimmer. Ich finde das richtig und auch zeitgemäß, dass man sich da jetzt seitens der Politik und der Regulatoren auch Gedanken macht, weil wir werden nicht mehr an dem Tisch sitzen und auf Augenhöhe mitdiskutieren über die zukünftige Kapitalmarktinfrastruktur weltweit, wenn wir es nicht schaffen, hier etwas aufzubauen. Und deswegen ist das eine Aufgabe, die ist nicht über Nacht zu stemmen, sondern das bedarf eines Plans. Und ich glaube, es bedarf auch der Mitarbeit des Marktes. Man kann sowas nicht gegen den Markt machen, sondern man muss mit dem Markt machen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir nicht nur deutsche Institute hier auf dem Panel haben, sondern mit der Citibank auch eine Bank, die auch an der Eurex eine lange Historie hat und sehr engagiert ist. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir das ganzheitlich sehen, im internationalen Kontext sehen und gucken, wo unsere Stärken sind. Und Stichwort Eurex, die Eurex gibt es erst in der Form seit 1998, ist im Prinzip eines der erfolgreichsten. Also nicht seit 1605. Nicht seit 1604. Es ist im Prinzip eines der erfolgreichsten Fintech-Unternehmen, Startup-Unternehmen, die wir hier in Europa gesehen haben. Und wir sind mit der Eurex in der Weltliga der Börsen, das kann man sagen. Absolut. Und bei den Clearinghäusern, da gibt es vier große in der Welt. Da sind zwei in den USA, eines in UK und eines eben hier am Standort Frankfurt in Europa. Ich wollte das auch nicht so kleinreden. Ich frage sicherheitshalber nach. Wenn ich das ganz grob zusammenfasse, sagen Sie, wir haben furchtbar viel verloren durch so Dinge wie EU-Passporting etc. Dann sind Sie für einen harten Brexit, damit wir den europäischen Kapitalmarkt abschotten und stärken? Nee, überhaupt nicht. Ich sage nur, frage ich nach. Ich sage nur, man muss das in dem globalen Kontext sehen. Mhm. Und man kann nicht jetzt die Schotten dicht machen und glauben, wir können mit ein paar deutschen Banken einen globalen Markt organisieren. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen haben wir als Deutsche Börse auch immer gesagt, unser Markt ist global. Gerade bei den CCPs gibt es ein Zusammenspiel mit den globalen Marktteilnehmern. Ohne die funktioniert das nicht. Und wenn wir uns gerade den Markt für Euro-Clearing angucken, das ist ein sogenannter Dealer-Markt, da gibt es im Prinzip 10 große in dem Markt, 3 davon sitzen auf diesem Panel. Das allein reicht aber nicht, sondern man braucht breite Akzeptanz. Und deswegen haben wir ein Rezept jetzt versucht, wo wir sagen, wir müssen den Markt partizipieren lassen, wir müssen Anreize setzen, am Ende eine Beteiligung auch am wirtschaftlichen Erfolg und an der Governance des CCPs, sodass die Marktteilnehmer zu dem Schluss kommen, es ist gut, eine Alternative neben London zu haben, unabhängig davon, wie sich Politik und Regulatoren weiter entscheiden. Und der Professor Wörmeling hat das anklingen lassen. Wir befinden uns in einem Prozess der Veränderung. Ich glaube auch, das wird eine recht über Zeit deutliche und auch gravierende Veränderung. Ich glaube, es wird eine Veränderung, wo man sich unabhängiger darstellt, was die Finanzierungsquellen angeht, auch für die europäische Wirtschaft. Aber es geht eben nicht über Nacht. Und ich glaube, es geht auch nicht gegen den Willen der Marktteilnehmer, sondern wir müssen das miteinander schaffen. Frau Wimmer, wie wichtig ist bei all diesen Dingen die Unterstützung durch die Politik auf europäischer Ebene? Also wie sehr muss sich das Finanzministerium hier vielleicht doch für strukturpolitische Fragen einsetzen, mit Blick auf ein stärkeres Europa? Wenn wesentliche Marktteilnehmer in Deutschland sitzen, fällt Ihnen als BMF ja leider diese Rolle zu. Wie schwierig ist das? Wie schwierig ist das? Also ich glaube, das ist
Also erstmal, glaube ich, ist es die Frage, wie organisiert sich nachher der Markt, nicht nur eine Frage von Regulierung und Regelsetzung, sondern natürlich auch eine Frage, wie Müller das zu Recht gesagt hat, der Marktteilnehmer selbst. Haben Sie gute Geschäftspolitik, gute Geschäftsmodelle? Was bieten Sie an? Sind Sie attraktiv? Die Politik kann ja nur Rahmenbedingungen schaffen. Und da wir im Finanzmarkt europäisch unterwegs sind und die Rahmenbedingungen schon seit längerer Zeit europäisch gesetzt werden, ist, glaube ich, der Fokus auch, wie kann man denn den europäischen Markt so aufstellen, dass er wettbewerbsfähig ist. Ich glaube, das war ja auch Ihre Botschaft, Herr Müller. Es geht nicht, wenn 80 Millionen Deutsche dann in der Mitte von 10 Milliarden, die wir Mitte des nächsten Jahrhunderts auf der Welt haben. Das wird nicht viel ausrichten. Auch 500 Millionen Europäer verglichen mit 10 Milliarden Weltbevölkerung Mitte des unseres Jahrhunderts wird nicht viel ausrichten. Aber mit 80 Millionen, glaube ich, kann man starten. Aber das ist vielleicht nicht der erfolgversprechendste Weg. Deswegen arbeiten wir gerne auf europäischer Ebene mit an einer sinnvollen Struktur und bringen da natürlich auch unsere Interessen ein, auch die Interessen unseres Standorts, so wie jeder andere Mitgliedstaat das auch tut. Das ist richtig. Aber am Ende, glaube ich, kommt es darauf an, dass wir mehrere Zentren auch haben. Das sehen wir jetzt auch schon. Amsterdam ist ein starkes Zentrum jetzt auch geworden. Post-Brexit, Dublin, auch Paris natürlich und Frankfurt auch. Und ich denke, das ist richtig, dass wir dann einfach auch ein Netzwerk haben innerhalb von Europa. Und wir setzen uns natürlich auch für unseren Standort ein, das ist klar. Jetzt mache ich mal etwas, meine Damen und Herren. Ich nehme nämlich ein Mikro und gehe mal schnell in die erste Reihe, weil man hat mir ganz bewusst, glaube ich, keinen Aufseher auf das Publikum gesetzt. Herr Würmeling, darf ich ganz kurz zu Ihnen kommen? Überfall. Jetzt haben wir schon an vielen Stellen, Sie selber haben es erwähnt, Frau Wimmer hat es erwähnt, einige Panelteilnehmer haben es erwähnt, diese wichtige Rolle einer attraktiven Aufsicht in diesem ganzen Prozess. Nun könnte ich mir vorstellen, dass es ja auch nicht immer so ganz einfach ist, weil auf der einen Seite muss man den Übergang gestalten, das heißt, man muss pragmatisch sein. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch das Tor nicht zu weit aufmachen, was Erleichterungen, was Übergangslösungen angeht. Wie handeln Sie das? Ich stehe vielleicht. Ja, gerne. Ich komme zu Ihnen. Es ist doch vielleicht etwas unhöflich, gegen unseren Gästen Ihnen den Rücken zuzuwenden oder den Hinterkopf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat ist es so, dass es für uns, ich darf das mal ganz unbescheiden sagen, eine sehr wohltuende Erfahrung war, dass gute Aufsicht ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Das wurde uns schon in den ein oder anderen Gespräch auch mit denjenigen gespiegelt, die hier, ja, das ist nicht unsere Absicht. Uns reicht es schon aus, wenn es ein Vorteil ist, eine verlässliche, aber auch eine robuste Aufsicht zu sein. In der Tat ist es so, dass wir im Grunde ständig in dem Dilemma waren, auf der einen Seite natürlich die Banken anhalten zu müssen, ihre Vorbereitungen voranzutreiben und auf der anderen Seite aber auch nicht den Eindruck zu vermitteln, dass wir sie dann, wenn es wirklich brenzlig wird, im Niemandsland stehen lassen. Ich glaube, Herr Löper, wir haben eine gute Mischung gefunden. Ich will Ihnen auch ganz offen sagen, dass uns eines hier sehr geholfen hat, nämlich die exzellente Zusammenarbeit im Europäischen Aufsichtsgremium. Wir haben ja die wesentlichen Eckpunkte für unsere Anforderungen an also Vermeidung von Empty Shells, das, was an wesentlichen Funktionen hier vorgehalten werden muss, Back-to-Back Booking und so weiter, haben wir ja für Europa für alle gemeinsam festgelegt, sodass ein Wettbewerb auf der rein aufsichtlichen Seite damit doch zum großen Teil vermindert wurde und damit wir auch die Chance hatten, Sie auch die Chance hatten, als Marktteilnehmer in Deutschland ihre Vorteile voll auszuspielen und auch Frankfurt die Vorteile, die es hat, die Standortvorteile voll aufzuspielen. Herr Löper hat mal zu mir gesagt, ganz am Anfang, als ich gesagt habe, ja, wie machen wir das denn und so weiter, sagte Herr Würmeling, Sie können ganz ruhig sein. Ja, die Aufsicht verlangt nie etwas Unmögliches. Ja, wir sind zwar manchmal nahe dran, aber diesen Rubikon überschreiten wir nicht. Und das war auch unsere Leitlinie für den Umgang mit den Brexit-Fragen.
Zweite schnelle Nachfrage, gestatten Sie mir. Sie haben vor gar nicht allzu langer Zeit ein bisschen Sorge gehabt, was den Vorbereitungsstand der Banken angeht. Jetzt habe ich von Frau Wimmer heute gehört, sie ist eigentlich sehr entspannt. Wem darf ich denn nun glauben von Ihnen beiden? Also es ist natürlich so, dass es das Ceterum censeo von uns ist, dass man mit den Anstrengungen nicht nachlassen soll. Ja. Ich kann Ihnen auch versichern, dass wir diese Aufforderung auch nach einem Brexit oder in einer Übergangszeitraum wiederholen werden, weil zu einem harten Brexit wird es so oder so kommen, entweder jetzt oder in 3 Monaten oder in 5 Monaten oder in 12 Monaten oder in 18 Monaten, ich weiß nicht, was noch alles im Angebot ist, denn ein Passport wird es nicht geben und der große Unterschied ist halt, im europäischen Binnenmarkt können Sie halt in Deutschland aktiv werden, wenn Sie eine EU-Lizenz haben, wenn Sie keine haben, müssen Sie alle Regeln einhalten, die hier gelten und dabei wird es auch bleiben. Die Sorge, die ich übrigens geäußert habe, aber da rede ich sozusagen von den Besuchern des Gottesdienstes, falsch. Die mangelnde Vorbereitung der Kunden macht mir Sorge, weil viele Kunden von Ihnen, für die Sie Geschäft in London abwickeln, gerade zum Beispiel Landesbanken, denen ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass das Geschäft, das sie bei Ihnen vereinbaren, letztlich in London abgeschlossen wird. Und hier haben wir besorgniserregende Zahlen in London gesehen, dass plus 10% der Anfragen, ihr müsst jetzt mal repapern und so weiter, überhaupt beantwortet wurden. Also das ist, glaube ich, die größte Baustelle. Vielen Dank. Das war jetzt nicht abgesprochen, meine Damen und Herren, aber das war auch meine Überleitung jetzt zurück zu meinem Panel. Herr Ricken, wie geht man eben genau mit der eben von Herrn Würmeling angesprochenen Verunsicherung der Kunden um? Nehmen Sie die auch wahr? Wie können Sie als Bank hier unterstützen? Ich frage die anderen auch gleich noch. Aber weil wir gerade die Mittelständler hatten. Ja, natürlich. Also wir sind mit unseren Kunden. Dass die großen Kunden vielleicht etwas besser vorbereitet sind, mag zutreffen, aber eben die Größenordnung, die Sie auch schon angesprochen haben, in der Sie sich bewegen. Ja, ja. Gut, wir sind mit unseren Kunden natürlich ständig über alle Themen im Gespräch. Das betrifft strategische Fragen. Also viele unserer Kunden kommen aus der Automobilzulieferindustrie. Da reden wir über E-Mobilität. Wie seid ihr aufgestellt für den technologischen Wandel und so weiter? Und natürlich sind diese Gespräche, die wir mit unseren Kunden führen, auch zum Teil um das Thema Brexit gekreist, also bei den Kunden, die halt auch Lieferbeziehungen nach Großbritannien haben. Ich würde Herrn Würmeling insofern recht geben, als dass Problembewusstsein noch nicht so ausgeprägt ist, wie es vielleicht sein sollte. Wir haben eine sehr vernetzte Wirtschaft. Lieferketten sind global. Logistische Implikationen, die berühmten Lkw-Staus an der Kanalküste, all das kann es geben. Also wir sehen vereinzelt auch Proaktivität. Kunden, die sich um Lagerflächen bemühen in Großbritannien oder in Grenznähe zu Großbritannien. Aber hier haben wir sicherlich in der Realökonomie ein Thema, dass man dann wird lösen müssen. Ja, und da kann es sicherlich auch in den ersten Wochen und Monaten in Abhängigkeit vom Härtegrad des Ausgangs der Ereignisse natürlich auch zu Friktionen kommen. Ja. Herr Wintels, wie ist es andersrum? Wie ist es mit amerikanischen Kunden, die jetzt eben Geschäft nicht mehr über London, sondern über Frankfurt machen sollen, in Anführungszeichen? Mhm. Wie bringt man denen das nahe? Nehmen die Frankfurt als gleichgewichtig wahr? Müssen sie hier auch noch ein bisschen Überzeugungsaufklärungsarbeit leisten? Wie helfen hier Übergangsgesetze und solche Dinge? Ja, also unser Schwerpunkt bei den Brexit-Vorbereitungen sind in der Tat EU-27-Kunden. Okay. Die betrifft es auch ähnlich wie bei der LBBW in einem besonderen Maße. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wie man über Wettbewerb und Partnerschaft sinnvolle Ergebnisse erzielen kann, ist auch unsere Unterstützung der Eurex bei dem Zugang unserer amerikanischen institutionellen Kunden zur Eurex. Da sind wir bisher der einzige Clearer. Und ich glaube, das unterstreicht, dass wir... Du brauchst irgendeine spezielle Genehmigung, da helfen Sie mir. Genau, genau. Ja. Also, und diese Genehmigung liegt vor und ich glaube, das war ein Durchbruch sowohl für die Eurex als auch für unsere Kunden und somit auch für die City. Was man aus meiner Sicht häufig ausblendet, es entsteht manchmal der Eindruck, als wenn amerikanische Banken Industriepolitik betreiben. Das ist mit Sicherheit nicht so, sondern auch wir folgen unseren Kunden und wir müssen wettbewerbsfähige Angebote haben. Und Tatsache ist, wir müssen vom Tag 1 nach einem harten Brexit die gesamte Palette anbieten. Ich hatte Herrn Professor Würmeling so verstanden, dass in der Tat das sogenannte Onboarding der vornehmlich institutionellen Kunden, der Asset Manager, Pensionskassen, Versicherungen, schleppender verläuft, als wir uns das selber gewünscht hätten. Und insofern ist dort ein Tail-Risiko, wenn es tatsächlich zu einem harten Brexit kommt. Man sollte allerdings nicht ausblenden, dass natürlich diese Kunden nicht nur eine Beziehung mit der City haben, leider, sondern mit einer Vielzahl von anderen Banken. Und ich vermute, dass die Notfallpläne
Pläne darauf abstellen, dass man dann in dem Fall über 2, 3 Banken handelt, anstatt wie vorher über 10 Banken. Wir beobachten allerdings eindeutig in den letzten 2 bis 3 Wochen eine sehr zunehmende Aktivität auf der Kundenseite. Das Bewusstsein, dass es möglicherweise tatsächlich einen harten Brexit geben kann, ist mittlerweile sehr ausgeprägt und überrascht ja auch nicht, wenn wir auch den Ausführungen von Frau Dr. Wimmer zugehört haben. Bei Verbindung zu anderen Banken hat die Deutsche gleich die Hand gehoben. Ja, auch ein wesentlicher Partner für uns, wie Frau Dohm auch sagte. Frau Dohm, bitte, und dann Herr Müller. Sie hatten sich. Ja, ich würde das gern bestätigen wollen. Wie Herr Dr. Würmeling sagt, ja, da war bestimmt das eine oder andere an verhaltenen Reaktionen in den ersten Kundenansprachen. Wir sind ja auch in sehr engem Austausch mit unseren Kunden, gerade auch mit denen, die natürlich in einem solchen Setup da angesprochen werden müssen. Aber ich würde behaupten, das hat sich in den letzten Wochen signifikant gedreht. Die also berühmte enger, Awareness ist da. Je näher und, der Termin rückt, so ja, wie in der Schule, man lernt einen Tag vor der Klausur. Genau. Und natürlich hat es das Thema, dass es für die Kunden Brexit ist für die nicht nur ihre Bankverbindung. Das müssen wir auch respektieren. Ja. Das Stichwort Lieferketten wurde schon angesprochen und ähnliches. Mhm. Wenn ich in der klassischen Realwirtschaft, wie es so schön heißt, bin, habe ich natürlich einige Themen rund um Brexit. Und da müssen wir auch sehen, wie wir da unterstützen können und letztendlich das Ausbalancieren zwischen unseren Bedürfnissen und denen des Kunden sollte natürlich ganz oben stehen. Sollte doch immer der Kunde im Vordergrund stehen, habe ich mal gelernt, oder? Ja, aber letztendlich ist es unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, wo vielleicht sich demnächst Gesetze ändern. Alles gut. Herr Müller, bitte. Ja, ich wollte das nur unterstreichen. Die Bereitschaft und die Vorbereitung der Kunden ist enorm wichtig, weil warum gibt es jetzt Übergangsfristen? Weil man systemische Risiken ausschließen will. Und ich denke, das ist auch weitsichtig und richtig, aber da muss man natürlich auch mit, ich sag mal, Balance rangehen, weil die große Gefahr bei Ausnahmeregelungen ist immer, dann verlasse ich mich sozusagen auf den Bailout der aus Berlin oder der Regulatoren oder aus der EU, sehe, ich brauche nicht anpassen. Wenn ich dann 12 Monate ein Problem habe, dann können wir noch mal drüber reden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass dieser Veränderungsprozess, den der Professor Würmeling erwähnt hat vorhin, dass der vonstatten geht und wir müssen den Kunden dabei helfen. So sehen wir unsere Aufgabe. Und CCP ist am Ende eine Brandschutzmauer im Finanzsystem und da kann auch nicht jeder mitmachen, sondern es gibt die sogenannten Clearer und die da gibt es auch nicht so wahnsinnig viele in der Welt und da sind wir schon drauf angewiesen, dass man gemeinsam dann auch die Kunden der Banken vorbereiten und das ist zum Teil schleppend verlaufen, aber auch wir sehen jetzt gerade in den letzten Wochen da enorme Veränderungen. Man kann sagen, da sind jetzt mal in ganz kurzer Zeit 50 Kunden dazugekommen. Das sind auch große, namhafte Pensionsfonds, Investmentfonds etc. Aber da ist bei weitem noch nicht eine breite Abdeckung geschaffen. Insofern muss die Zeit jetzt auch genutzt werden, die die EU dem Markt verschafft hat. Frau Wimmer, sehen Sie es auch, wie ich es ein bisschen rausgehört habe, als in Anführungszeichen Problem, vielleicht kleines Risiko, eben diese Übergangsregelung? Klar, man muss pragmatisch sein, ganz klar. Wie kriege ich die wieder eingefangen? Weil die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, ja, auch da gab es ja schon an verschiedenen Stellen Übergangsregelungen, an die man sich verdammt gewöhnt hat. Im Moment so ausgelegt, dass sie tatsächlich befristet sind, also auslaufend. Man muss sie dann aktiv verlängern. Das ist nochmal was anderes als eine Übergangsregelung, die man, die immer weiterläuft. In der Tat besteht natürlich die Gefahr, wir haben das auch im anderen Bereich bei CCPs gesehen, mit dem US-CCP, dass da eine ursprünglich 6-monatige Verlängerungsregelung immer wieder verlängert wurde. Aber ich denke, hier haben wir einfach einen anderen Fall, weil es klar ist, dass das Verhältnis zwischen UK und der Europäischen Union mal geklärt werden muss. Und das mag jetzt vielleicht noch ein Jahr dauern, aber irgendwann muss dann halt auch tatsächlich mal der Druck entstehen, dieses Verhältnis zu klären. Und ich glaube, das ist der Hintergrund für die Befristung. Und einfach zu sagen, da ist dann Schluss und stellt euch drauf ein. Ihr habt jetzt nochmal einen Aufschub bekommen, der ist auch nötig. Aber dann sollte es auch zu Ende sein. Ich denke, dieses Signal ist wichtig, aber das haben wir auch gesetzt. Und das ist da ja aus meiner Sicht.
Frau Domherr Wintels, schnelles Stichwort War of Talents. Wir sind jetzt hier in Deutschland mit schwierigen, sag ich mal, im Vergleich zum Ausland Arbeitsschutzrechten. Ein Teil ist durch Übergangsgesetze aufgehoben, ausgesetzt worden. Schaffen Sie es mit Blick nach vorne, den Brexit als Chance zu begreifen, wie wir es immer wieder gehört haben, und eben hier auch die gleichen Talente anzuziehen wie in London oder in New York, oder sagen die Frankfurt, nee, Herr Wintels? Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir verkaufen uns immer noch ein wenig unter Wert in Frankfurt. Insofern gibt es sehr, sehr viele, die dann auch mal sich auf Frankfurt einlassen. Die Vorteile, die der Stadt sehen, die sich in den letzten 20 Jahren hervorragend entwickelt hat. Insofern, ich glaube, das greift zu kurz. Und es gibt natürlich Präferenzen unter Lifestyle-Gesichtspunkten für Paris oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist nicht die Antwort. Die Antwort liegt darin, dass wir schnell die Ressourcen und Funktionen entwickeln müssen in Deutschland, die für einen Kapitalmarkt entscheidend sind. Dazu gehört Risikomanagement und all diese Funktionen, die in den letzten 30 Jahren nach London outgesourced wurden. Wir transformieren jetzt den europäischen Kapitalmarkt von einem Vertriebsstandort wieder in einen Produktionsstandort. Und das können Sie unter den gegebenen Rahmenbedingungen? Das ist genau der War of Talent, der gerade stattfindet. Es ist weniger beim Vertrieb als eher beim Middle Office und beim Back Office, wo wir, glaube ich, alle und auch natürlich mit der Aufsicht konkurrieren beim War for Talent, glaube ich, der eigentliche Engpassfaktor ist. Wir als großes globales Haus haben den Vorteil, dass wir natürlich auf interne Ressourcen zugreifen können. Den Vorteil haben nicht alle, aber insofern der Appell an die Stadt Frankfurt, an die Universitäten etc., ein Biotop zu entwickeln, was diese Entwicklung fördert. Sonst werden es andere Standorte tun, wie Paris oder Dublin. Was würden Sie sich wünschen, um den Standort Deutschland, Frankfurt noch attraktiver zu machen? Sie sind eine deutsche Bank, haben Ihre Wurzeln hier, sagen Sie immer wieder. Trotzdem sitzen viele talentierte Menschen nicht in Frankfurt. Ich denke, wir haben schon einiges dazu gesehen. Es wurde ja schon angesprochen, gerade das Thema auch Flexibilität in der Vergütung der sogenannten Material Risk Takers. Auf jeden Fall ist das hilfreich. Darüber hinaus glaube ich, dass Frankfurt auch gerade mit der Uni und den ganzen Institutionen drumherum ein sehr guter Quell von Talent ist. Und ich denke, dass es hier auch schon einiges an Kooperationen gibt, gerade auch mit der Bankenindustrie, die da sehr, sehr hilft. Kurzfristig haben wir natürlich eine große Konkurrenz um Fachkräfte, um Expertise, weil die sich auch nicht kurzfristig immer duplizieren oder multiplizieren lässt. Aber ich glaube, ganz wichtig und was wir uns zu Ihrer Frage wünschen, ist, dass wir da den Ball auch nochmal und den Blick so ein bisschen weiter in die Zukunft lenken. Wir werden ja aufgrund der Digitalisierung, die Würmeling ja auch schon angesprochen hatte, auch eine Veränderung der Notwendigkeiten haben. Das heißt, was braucht eine gute Bank? Die Anforderungen werden sich nochmal weiterentwickeln. Und ich denke, da ist es ganz besonders wichtig, dass wir da auch weiter am Standort und in der EU die Rahmenbedingungen schaffen, um da das Talent zu attrahieren. Letztendlich ist es ja auch, vieles davon muss ja nicht immer sozusagen in dem Haus sein. Da geht es auch um Partnerschaften, da geht es auch um Themen wie Startups, um die Fintech-Szene, das wurde ja auch schon angesprochen, dass die in einen normalen Bankbetrieb nicht zu integrieren sind, Stand heute. Die glaube ich schon, und das ist bei uns der Fall, wesentliche Partner auch sind. Partner, ja. Und die auch letztendlich notwendig sind, um die Prozesse, um die Services für die Kunden weiterzutreiben. Und das geht, da war ich Ihnen sehr dankbar, da geht es nicht immer um die nächste App, sondern da geht es gerade auch, denke ich mal, im Corporate Banking um die Fragestellung, wie sie Services weiterentwickeln. Und dafür brauchen wir das richtige Talent. Das ist ein ganz dringender Wunsch von unserer Seite, dafür auch die Rahmenbedingungen zu schaffen. In Partnerschaften mit Universitäten, auch in der Fragestellung, wie können wir in der EU einen attraktiven VC-Markt haben. Ganz wichtiges Thema, damit da nicht ab einer gewissen Größenordnung doch ein chinesischer oder ein US-amerikanischer Investor kommt und dann ist die Intellectual Property leider weg. Behalten Sie ruhig das Mikro, ich springe ganz schnell, weil die Zeit rennt und rennt und rennt. Frau Dohm, wie wichtig ist bei all dem, was wir jetzt heute Morgen gehört und diskutiert haben, Größe? Wenn man so ein bisschen in die jüngere Vergangenheit schaut, dann kann man den Eindruck gewinnen, die Deutsche Bank sei zu klein, habe zu geringe Marktanteile, sei nicht wettbewerbsfähig. Wie wichtig ist Größe?
Ich glaube, Profitabilität ist ganz wichtig, denn Profitabilität sichert Ihnen auch die, ich komme gleich auf die Frage zurück, sichert Ihnen auch die notwendige, das notwendige Geld für die notwendigen Investitionen. Transformation ist ja ein ganz wichtiges Thema für alle Banken. Und dafür, wie gesagt, braucht man Investitionen und dafür braucht man idealerweise Geld. Und da ist Profitabilität auf jeden Fall hilfreich. Was hat das mit der Größe zu tun? Aus meiner Sicht primär wenig. Es ist wichtig, wie gesagt, dass man letztendlich die Möglichkeit hat, da entsprechend das anzubieten, was die Kunden anbieten. Wir sind global unterwegs und wir haben auch entsprechend die Notwendigkeit, da für unsere Kunden das anzubieten. Das hat aber nichts unbedingt mit Größe zu tun. Wir haben ja gesehen, dass die Entwicklung in den Anforderungen, auch in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen, eine effiziente Nutzung der Bilanz notwendig macht und nicht unbedingt eine Größe und too big to fail. Ich denke, die Diskussion ist ja auch sozusagen abgeschlossen. Insofern, nein, Größe hat damit nichts zu tun. Das ändert aber nichts an der Thematik, dass Konsolidierung in Deutschland und in der EU im Bankenmarkt weiterhin notwendig sein wird. Das haben wir auch immer gesagt. Kluge Antwort. Frau Wimmer, jetzt muss ich natürlich bei Ihnen auch nochmal nachfragen. Eine Lernfrage. Ist ein bisschen hypothetisch. Ich denke jetzt mal voraus, weil wenn ich mir die Diskussion im Moment so anschaue, wir haben diese Diskussion, wir haben eine Diskussion im Sparkassenlager um eine große Zentralbank. Wenn das nur alles so klappt, wie wichtige Menschen sich das wünschen, dann habe ich künftig noch eine Deutsche Commerzbank, ich habe eine Sparkassenzentralbank. Und ich habe eine DZ-Bank. Kann es im Sinne des Finanzplatzes Deutschlands sein, wenn diese drei künftig fast alleine für das Großkundengeschäft zuständig sein müssen, für das Geschäft mit großen Mittelständlern, die eben nicht von etwas kleineren Banken gemacht werden können? Oder ist das nicht eine zu starke Verdichtung? Wie gesagt, hypothetische Lernfrage. Blick auf den Finanzstandort Deutschland, auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Okay, wir sprechen jetzt über das Jahr 2024, so wie Herr Würmeling vorhin. Wenn das so lange dauert, müssen wir mit Frau Dohm reden. Gut, also ich glaube, dass die Frage kann man eigentlich schon dadurch beantworten, dass wir ja, Sie haben jetzt drei Banken genannt, aber tatsächlich sind ja auf dem deutschen Markt auch andere Banken unterwegs, nämlich europäische Banken, also die BNP Paribas, ING DIBA, UniCredit und so weiter, Santander. Es ist ja keineswegs so, dass wir auf dem deutschen Bankenmarkt nur deutsche Banken unterwegs sind, sondern auch europäische Banken. Das ist ja auch ein Ziel des europäischen Binnenmarktes, dass Banken bei uns tätig werden, unsere Banken aber auch cross-border agieren können. Sie sprechen ja eigentlich Struktur an. Welche Struktur brauchen wir? Und ich denke, bislang sind wir ganz gut gefahren mit dieser Struktur, dass wir auch für mittelständische Betriebe Banken vorgehalten haben, die mit diesen Kunden umgehen. Andererseits wird man natürlich auch sagen können, wo die Kunden sind, da kommen dann auch die hin, die die Produkte anbieten und dann heißen die eben vielleicht, also unabhängig von den Namen. Ich denke, wir haben eine starke mittelständische Struktur und diese starke mittelständische Struktur, die fragt Produkte nach und dann wird es auch Produktanbieter geben. Herr Ricken, ausländische Banken als Wettbewerber. Ich meine, man könnte unterstellen, in Krisenzeiten kürzen die schneller Linien als eine deutsche Bank mit engen Verbindungen langjährigen zu ihren Kunden. Würden Sie das teilen? Ich möchte jetzt nicht über das Verhalten anderer spekulieren. Ich kann nur sagen, dass es sich sehr auszahlt, wenn man auch in schwierigen Zeiten seinen Kunden treu bleibt. Und gerade unsere Kundenbasis ist eine, mit der wir schon sehr lange Geschäft machen. Es gab eigentlich nie eine Situation, wo wir gesagt haben, der deutsche Mittelstand interessiert uns nicht. Im Gegenteil, der war immer unsere Kernklientel und stand im Zentrum unseres Geschäftsmodells. Und zu Ihrer Frage nach Größe würde ich deshalb auch gerne eine Antwort noch geben. Wichtig ist das Geschäftsmodell. Wenn das funktioniert, dann können große, mittlere, auch kleine Banken erfolgreich sein. Und das würde ich bei allen Diskussionen, um die es momentan geht, ob im privaten oder auch im öffentlichen Sektor, immer in den Kern oder an den Anfang der Diskussion stellen wollen. Was ist eigentlich das Geschäftsmodell, über das wir reden? Und ist das tragbar und funktioniert das? Und wenn das ein Geschäftsmodell ist,
Jetzt komme ich wieder zu dem Thema Kunden zurück, wo der Kunde im Mittelpunkt steht, wo man eine enge Verzahnung mit der Realökonomie hat, wo es völlig außer Frage steht, warum, was ist eigentlich unser Zweck als Bank, nämlich da zu sein für den baden-württembergischen, für den deutschen Mittelstand, auch natürlich Geschäfte im angrenzenden Europa zu machen etc. Dann hat man eine ganz gute Basis für Wachstum und dann muss man sich nicht berauschen an Größenfantasien. Vielen Dank. So, die Zeit ist schon um. Es gibt ein schönes Zitat, das heißt, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Jetzt schauen wir mal einige Jahre voraus. Haben den Brexit irgendwie hinter uns gebracht und der Brexit war eine Chance. Herr Wintels, nennen vielleicht drei Dinge, die Sie als maßgeblich erachten, um den deutschen, den europäischen Finanzmarkt in dieser Zeit wettbewerbsfähig zu gestalten. Mauern sind es wahrscheinlich nicht. Spontan, Mauern sind es in der Tat nicht. Das Kapital und Liquidität kennt auch keine Mauern. Also insofern, ob Windmühlen das echte, das richtige Bild ist, weiß ich jetzt auch nicht. Fallen mir jetzt auch andere Bilder ein. Aber spontan würden mir in der Tat drei Dinge einfallen. Das eine ist, glaube ich, wir müssen aufpassen, dass wir die Regulierung nicht fragmentieren. Sowohl innerhalb der EU 27 als auch außerhalb der EU 27 mit den großen Kapitalmärkten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Manche nennen es Level Playing Field, welchen Begriff Sie auch immer verwenden. Zweitens, die Harmonisierung in der EU 27 muss auch nicht nur in der Bankenregulierung voranschreiten, Stichwort Bankenunion, sondern auch der Kapitalmarktunion. Da ist aus meiner Sicht in den letzten zwei Jahren, wenn ich das sagen darf, zu wenig passiert, um den Kapitalmarkt zu fördern. Und drittens würde ich sagen, ich würde mir auch eine Kapitalmarktkultur wünschen, weil die Wohlfahrtsgewinne, die über den Kapitalmarkt erzielt werden, finden in Amerika statt und nicht in Deutschland oder nicht in Europa. Also insofern eine höhere Aktienquote, eine höhere Kapitalisierung, all die Themen, die wir ja seit, ich bin seit 30 Jahren sozusagen im Geschäft, seit 30 Jahren werden dieselben Themen, gleichen Themen diskutiert. Es wäre schön, wenn es auch auf der politischen Agenda wäre, weil es, glaube ich, ein Zukunftsthema ist für die Generation nach uns. Prima. Frau Dohm, Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Gleiche zu sagen oder drei Dinge hinzuzufügen, da haben wir schon sechs. Also die drei Dinge würde ich auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall unterschreiben, abgehakt. Aber ja, leider nicht abgehakt, nein. Sondern im Sinne von ganz nein, im wichtig, Sinne von ganz steht wichtig, ganz oben. Ganz weit oben auf der Liste. Ich würde noch mal gerne, und das spielt da mit rein, das eben schon von mir angesprochene Digitalisierungsthema mit dazu werfen, als vielleicht eine Facette, die wir in der EU noch mal nach vorne bringen wollen. Letztendlich, und das sei jetzt einer ehemaligen Wirtschaftsprüferin verziehen, kommen da auch so Themen, wo ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen mehr in diese Themen immaterielle versus materielle Assets denken. Mhm. IT-Investitionen sind immaterielle Assets. Mhm. Regulierte Institutionen wie wir drei hier werden in Anführungsstrichen durch Kapitalabzug bestraft, wenn sie da rein investieren. Wenn ich Siemens bin oder ThyssenKrupp oder irgendjemand anders und investiere in meine IT, habe ich dieses Thema nicht. Da sind wir, glaube ich, noch, da können wir noch ein bisschen, da können wir noch ein bisschen besser, sagen Herr wir mal. Herr Löper so. Nickt. Das würde ich als eine zusätzliche Facette da einbringen. Das andere ganz klar, auch wir freuen uns, wenn die Unternehmensfinanzierung stärker diversifiziert ist. Es muss nicht immer über Banken gehen. Ich glaube, diese Kapitalmarktkultur ist ein ganz, ganz spannendes Thema für uns. Europa halten wir damit attraktiv für Investitionen, sowohl intern als auch von außen. Und damit am Ende des Tages sind wir wieder bei den Arbeitskräften und den Nachwuchstalenten. Danke. Herr Ricken, darf ich mit Ihnen weitermachen? Jetzt kommen die Punkte 7 bis 9, genau. Also ich glaube, der Finanzpass Europa, die Liste wird immer länger. Genau, der Finanzpass Europa muss attraktiv sein, glaube ich. Da passen so Dinge wie Finanztransaktionssteuer nicht unbedingt hin. Also ich glaube, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall im Hinterkopf haben soll. Ich glaube, wir haben eine gute Situation momentan in der Balance zwischen nationaler Aufsicht und zentraler Aufsicht in Europa. Ich bin da auch sehr skeptisch, ob man weiter zentralisieren sollte. Und der ein oder andere Vorschlag, der da kommt aus der Kommission, geht ja eher in die Richtung. Also ich würde mir wünschen, wenn die nationalen Aufsichten weiter eine sehr starke Rolle behalten im Sinne der Proximität.
Das hat sich, glaube ich, sehr bewährt. Und mein dritter Punkt wäre, der geht dann wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Ich glaube, da, wo es sinnvoll ist, sollte man auch schwungvoll Dinge europäisch regeln. Also das Thema zum Beispiel Harmonisierung der Covered Bonds. Ja, das war eine wunderbare Initiative, glaube ich, die für die Anleger in Europa, für die Investoren hervorragend ist, weil man jetzt wirklich weiß, was ist drin, wenn irgendwas draufsteht. Das wurde sehr schnell in Klarheit geschafft. Genau, ohne dass das Gütesiegel des deutschen Pfandbriefs in irgendeiner Art und Weise dadurch beschädigt worden wäre. Also ich glaube, das ist auch wäre auch eine wichtige Sache. Gut. Herr Müller, besondere Wünsche an den Kapitalmarkt, die Kapitalmarktunion aus Ihrer Sicht? Ja, aus meiner Sicht kann ich viel unterstützen, das Gesagten, Aktienkultur. Ich meine, wir sind da in der Mitte zwischen Angebot und Nachfrage, probieren Märkte zu schaffen, zu entwickeln. Aber ich möchte noch mal dafür werben, dass man schaut, wenn man mal vergleicht, wie groß ist denn so ein Aktienmarkt und ein Derivatemarkt. Wir reden über andere Dimensionen. Und es ist so, dass das, was in der Regulierung passiert ist, zur Stärkung der Finanzstabilität, ich glaube, keiner, der an EMIR in Europa oder Dodd-Frank in den USA gearbeitet hat, hätte gedacht, dass das alles sozusagen in einem Töpfchen landet. Und das Töpfchen ist demnächst auch aus Sicht Europas dann in einem Drittstaat. Und ich glaube, es ist wichtig, sich Gedanken zu machen über die Währung. Da sind wir mit dem Euro die Nummer zwei in der Welt, auch mit weitem Abstand. Und es ist auch folgerichtig, dass man nicht nur eine starke Wirtschaft hat, sondern auch einen starken Finanzierungsmechanismus, der aber nicht nur auf deutsche Institute setzt, sondern wir müssen uns öffnen, wir müssen es schaffen, noch mehr Beispiele wie die Citibank hier in Frankfurt zu etablieren. Frau Wimmer, mit Ihnen darf ich schließen. Wenn Sie das kurz zusammenfassen, wie viel davon nehmen Sie mit quasi nach oben auf Ihre Agenda und können Sie uns ein bisschen Hoffnung machen, dass Sie etwas schaffen zu erledigen bis zweites Halbjahr 2020 zur deutschen Ratspräsidentschaft? Also ich nehme natürlich alles mit, ist klar, die 12 Punkte oder 9 Punkte, ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt dazugefügt haben, nehme ich natürlich mit, das ist klar. Ich denke, viele können wir auch unterschreiben und sehen das genauso, teilen das. Ja, danke. Das können wir teilen. Wichtig, glaube ich, ist aus unserer Sicht in der Tat, dass wir jetzt nicht aufhören, dass wir nicht sagen, diese Covered Bond Regulierung war ein guter Fortschritt. Wir hören jetzt dabei auf. Wir reden nur über kleinteilige Regulierung, sondern in der Tat nehmen wir die Punkte auf und versuchen sie abzuarbeiten. Der deutsche Markt ist eben tatsächlich sehr heterogen und es gibt unterschiedliche Aspekte dazu berücksichtigen. Wir haben eben nicht nur Großbanken, wir haben mittelständische Banken, die wir auch brauchen für unseren Mittelstand. Und das heißt, wir haben unterschiedliche Interessen auszubalancieren und das auch in Europa einzubringen. Und das ist unsere Aufgabe und das nehmen wir mit. Dann sage ich ganz herzlich vielen Dank, Frau Wimmer, Frau Dohm. Meine Herren, es war spannend. Wir haben uns durch 55 Minuten gehetzt. Es sind leider keine 45 geblieben, Lina Nette. Ich bin schuld. Die 10 Minuten nehme ich auf meine Kappe. Du musst gucken, wo du sie wieder rausholst. Aber auf jeden Fall, meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank. Ja.